Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge FIFA 14 Karrieremodus mit unserem PSW. Und ja, der letzte Part mit Ajax fing gut an und dann habe ich, glaube ich, ein paar Fehler gemacht. Und ja, dann haben wir den sicher geglaubten Sieg weggeworfen und jetzt neue Aufnahmesession, neues Glück. Ja, Intro lasse ich jetzt immer weg. Und vorher muss ich vielleicht noch sagen, ich könnte eventuell etwas komisch klingen. Das liegt noch daran, dass ich etwas erkältet bin und ja, von daher wenig, einfach komisch klingen, fertig. Was willst du da länger erklären? Ist halt so. Machst du nix, ne? Dribbling, die Übungen, die wir schon tausendmal gemacht haben und nie schaffen. Na Mann, ich. Aber wir werden schon mal besser. T-Pay kann einiges. Jetzt aber volle Konzentration. Ich hoffe, ich komme gut in die Aufnahmesession rein. Habe jetzt aus Versehen schon die Tabelle und die Aufstellung übersprungen. Verzeiht mir das, aber ich bin halt heiß, wieder zu spielen. Das ist natürlich wieder ein Foul. Und dann pfeift er denen den Vorteil weg. Muss man auch nicht unbedingt machen. FIFA ist schon wieder so ein bisschen am Hängen. Und es läuft nebendran wirklich gar nichts. Schöner Ball. Kommt nicht durch. Und zweite Chance kriegen wir auch nicht. Also wenn FIFA weiterhängt, dann mache ich diesmal wirklich nicht wie eben in der letzten Aufnahmesession so, dass ich sage, ich gebe dir noch 100 Chancen, weil dann liegt daran, dass irgendwie Dextory Probleme macht. Uiuiui. Ui, ui. Hopp. Hopp. Och komm. Mann, Mann, Mann. Tribul. Mal her. D-Pay. Auch Murks der Ball. Kompletter Murks. Unnötig wie sonst was. Kostic. Hat der nicht in der Bundesliga bei Stuttgart gekickt oder ist das? Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Die letzten Tage. Kostic. Abseits. Ja, ich werde jetzt auch nicht ganz so viel hier kommentieren. Wie sonst immer ein bisschen ruhiger probieren. Um mich da auch ein bisschen zu schonen. Warum ist jetzt gerade oben keiner? Ist so viel Platz. Nasing läuft genau in Kostic rein. Da konnte er nur dahin gehen, aber ruckelt mir schon wieder zu viel eigentlich. Mann, 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 aber ich will es jetzt auch nicht abbrechen. Ich konnte sagen, yo, breche ich ab. Vergesst mal die Aufnahme, wird dann keiner von euch mitbekommen. Ich laufe zweimal um einen Millimeter an dem Scheiß Gegenspieler vorbei. Darf es doch nicht geben. Warum läufst du denn da oben auch nicht? Mann. Wenigstens stehen wir hinten einigermaßen sicher. Oh, der ging viel zu weit. Hat läuft noch nicht so viel. Fing vielversprechend an. Und der ist mal gut, wenn jetzt die PS Tempo mitnehmen könnte. Die Flanke kommt ein bisschen kurz. Nachschuss. Naja, naja. Ah, immer noch das Positivste am heutigen Tag, trotzdem nicht wirklich, nicht wirklich irgendwas Tolles. Warum gewinnen wir da den Kopfball nicht? Ja klar,
Ab dafür, komm, Nasing. Ah, der hat eine Ballannahme. Es ist nicht mehr von dieser Welt. Wijnaldum kann sie auch nicht durchsetzen. Abstoß. Junge, 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 Junge. Offensiv. Sehr offensiv. Bevor ich da mal wieder vergesse, dran rumzuschrauben. Mal her. Deepay. Locadia, der gefühlte nix kann. Ach komm. Wijnaldum. Jetzt da. Der war doch vorher am Dings. Ohne Mist. Der war doch durch. Warum bricht denn der da auf einmal ab? Ah, Idee ist super, aber der da oben schaltet natürlich nicht, der Nasing. Och, behaupte doch mal einen Ball. Jetzt ruckelt's total. Hallo FIFA. What the fuck is wrong with you? Boah, Locadia, du kannst ja gar nichts. Dribbel, Pfosten! Eieiei, Tom Dribbel, meine Damen und Herren, Zweitligaspieler. Mit der besten Aktion hier. Und Stars wie Deepay und Co. kriegen nichts geschissen. Ich mach dem die ganze Zeit den Weg auf. Geht doch. Oh Gott, dann wieder so ein Pass. Tribul rettet zur Ecke. Auch nicht gerade optimal, aber warum kriege ich den nicht angewählt? Den auch nicht. Und jetzt fällt er natürlich ab. Keine tolle erste Halbzeit, bis auf den Tribul-Pfostenschuss hier kurz vor Schluss nicht wirklich viel passiert. Gucken, was wir in Halbzeit 2 machen können. Mal her erstmal mit einem Sololauf. Mal her. Nasing, Locadia, drüber. Immerhin mal Locadia in Szene bekommen. Willems holt den Kopfball. Tribo setzt gut nach, aber FIFA ruckelt natürlich. Ich muss auf jeden Fall die Aufnahme Software ändern. Nasing mal mit einer guten Aktion. Wijnaldum. Ecke. Hätte vielleicht noch ein paar Meter gehen können, aber wir brauchen hier Abschlüsse. Abschluss ist der frei! Wie kann man den denn so freilassen? Locadia! Wie kann man den denn so freilassen? Einer unserer kopfballstärksten Spieler und der macht den natürlich so ein Angebot. Wichtige 1-0 Führung gegen Groningen. Waren mal recht aufstrebend. Hat, glaube ich, auch mal der Berg gespielt. Später auch beim HSV untergegangen ist. Wijnaldum. Kriegen wir den nochmal verlängert? Nee. Schade. Na, ist abseits. Ist abseits, da brauchen wir nicht drüber reden und das auch nicht nochmal angucken. Randa. Mann, Mann, Mann. Oh Gott. Bin gerade ein bisschen hektisch. Wo spielst du hin? Du sollst auf Locadia.
Nasing hat die Schnelligkeit. Nasing könnte jetzt mal hier reinziehen. Könnte die Flanke bringen. Dribbel wieder Pfosten. Hat der Junge ein Pech. Hat der Junge ein Pech. Tom Dribbel zweimal Pfosten. Na, der müsste abbremsen. Das war irgendwie klar. Für jeden außer für mich. Alter, ich klebe wie eine Klette an dem und er behauptet trotzdem den Scheißball. Ja, ich wollte auch noch am Wechsel jetzt gucken, bevor ich das vergesse. Van Nief kommt für Kistenbelt und wir gucken auch. 63. ist gut. Maher ist ziemlich platt, dafür kommt jetzt doch Kogola. Felix Klaus kommt. Und Nasing geht für Hoffmann. Dribbel bleibt auf jeden Fall auf dem Feld. Vielleicht trifft er irgendwann. Torschütze kriegt seinen verdienten Applaus. Reckig, Willems, Dribbel, bisschen träge ab und an mal. Wijnaldum sieht da nicht Hoffmann, sondern eigentlich sollte er noch einen höher. Und da wollte ich so mit Hoffmann auch nicht hin. Aber wenn es etwas ruckelt, ist das schwer zu steuern. Kogola, super Balleroberung. Bruma, oh Gott. Deepay, Alter, noch ein. Dribbel, nee, diesmal kommt er nicht vorbei. Aber super von Deepay, Kogola. Freie Schussbahn, aber Potwehr hat den natürlich. Trotzdem genau richtig drauf zu schießen. Den habe ich gerochen, den Braten. Hast du Glück gehabt. Aber jetzt ist Kogola da. Na, der Typ bleibt am Ball. Und da stehen wir wieder Kilometer weg. Super. Nochmal Wechsel Groningen. Ben Musa kommt in die Partie für Van der Velden. Wir müssen hier weiter wach bleiben. Gut. Jetzt drücken die wieder so, ey. Ich hab doch hinten meine Schwäche. Lass das. Deepay, komm, du bist schneller, Alter. Es kann doch nicht sein, dass Deepay langsam... Entschuldigung. Aber die Erkältung. Dass Deepay langsamer ist als so ein Typ. Oh. Erstmal ein Stückchen trinken. Wir geraten hier gewaltig unter Druck. Deepay. Dribbel. Deepay. Ah, Mann. Oh, Willems wird vorgeführt. Aber bleibt dran. Wijnaldum, da soll der Ball nicht im... Leben sollte da nicht hinkommen. Ja, selber schuld, wenn FIFA hier dauernd ruckelt. Ich krieg keinen in der Mauer angewählt. Alter, ruckel dich aus! Ohne Scheiß, das ist ja unerträglich. Und warum verliert hier Tom Dribbel im Zweikampf den Ball? Alter, wird Zeit, dass die Partie dann zu Ende geht. Ja, macht gerade echt keinen Spaß. Komm, komm, komm. Haben wir noch, haben wir noch.
gut nachgesetzt, auch wenn es nicht für einen Ballgewinn gereicht hat. Hätte ich vielleicht noch einen Tick eher schalten sollen. Packer nun in der Partie, die hoffentlich gleich vorbei ist, und dann starte ich FIFA neu. Ich habe die Schnauze voll von Dextory. Liegt jetzt wirklich nicht an FIFA. Irgendwas hat sich in Dextory verstellt oder keine Ahnung. Klaus auch noch nicht gesehen. Ist alles unsere Zeit. Wijnaldum steht hier. Bringt nochmal eine Flanke. Die ist nicht so schlecht. Aber Depay ist natürlich kein Kopfballungeheuer. Kann nur da unten hin. Ach, Ende, Gott sei Dank. Ja, entschuldigt, dass das Spiel nicht so sonderlich berauschend war. Willems mit einer 8-6, Hoffmann 4-1, ganz schlecht, Klaus ganz schlecht, also die Eingewechselten heute unter aller Sau. Tom Dribol noch mit 2 Pfostenschüssen, aber ich denke, der Sieg, der geht schon in Ordnung. Und ich starte jetzt auf jeden Fall FIFA dann nach dem Spiel hier neu. Das kann sich kein Mensch antun. Und dann nehme ich wieder mit Fraps auf und gucke, ob es dann besser läuft, flüssiger läuft. Erstmal noch die News reinfahren. Rode können wir ja beobachten. Schwertfeger ist zu schwach. Choupo-Moting haben wir schon komplett. Dann setzen wir den mal auf die Wunschliste. Sydney Sam können wir auch nochmal beobachten lassen. Zwei Spieler. Nee. Und aktuell ist aus den Niederlanden Sigthorsson, lass mal schon beobachten. Der ist, naja, nicht so wirklich berauschend. Und weg. Patrick van Anholt, den hätte ich schon ganz gerne. Wunschliste setzen. Nee. Und Wunschliste. So. Dann gucken wir uns die Wunschliste gerade nochmal an, dass da keiner ist, der da nicht hingehört. Aber das sind die drei, die da hingehören. Und dann würde ich sagen, ist hier Ende. Wir sehen uns im Outro und das fängt jetzt genau an. Ich sage danke fürs Zuschauen, Entschuldigung für diese einigen Ruckler und für das maue Spiel. Ich hoffe, im nächsten Part mit Fraps ist das ein bisschen besser. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Unterstützung kann jeder gern gebrauchen und wie gesagt, ich versuche das immer besser zu machen. Gern könnt ihr auch einen Kommentar da lassen, was noch besser geht und ja, ob es euch so gefällt, Transfervorschläge, welche von den ablösefreien Spielern wir holen sollen. Ansonsten könnt ihr gerne auch ein Abo hier lassen, dazu einfach rechts oben auf mein Bildchen klicken und dann könnt ihr kostenlos ein Abo dalassen und verpasst somit keins meiner FIFA-Videos mehr. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part, euer Hilfakti.